Tricia! Tricia! Das ist meine kleine Schwester! Kleine Nestling. Ich wünschte, ich könnte irgendwas für das Kleine tun. Du kannst fliegen. Ob das stimmt? Kann ich wirklich fliegen? Naja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Gar nicht gut. Petri, nein, wir sind doch noch nicht fertig. Ihr muss helfen. Entschuldigung. Ich hab dich. Alles klar. Ich... Ich schon komme. Nicht gucken runter, ich hab... Wir haben euch beide... mir glaubt. Hilfe! Halt durch, Petri! Wir kommen! Super gemacht, Freunde! Tricia! Nein! Gerettet, unserem kleinen Schnuckel ist nichts passiert. Ja, dank unserer anderen Tochter Zera. Möchten das heute nicht doch mal machen? Das hast du gut gemacht, Petri. Und wie war doch noch dein Name? Guido. Danke, Guido. Du bist wirklich einzigartig. Tja, oh, vielen Dank auch, mein Dickerchen. Ich meine damit natürlich nicht, dass du fett bist. Nein, eher groß und stark. Ich meine, es ist natürlich keine Kunst, größer zu sein als ich. Doch du bist was Besonderes. Hey, kriegt man da oben nicht Nasenbluten, du Leuchtturm? Ich meine, ich glaube, ich mache jetzt mal lieber einen Abflug. Bis bald, Dickerchen. Chef. Aber ihr habt ja gar nicht den Tag der Flieger beendet. Heißt das jetzt, dass ihr noch einmal alles von vorne machen müsst? Das kein Problem nicht. Wir gerne fliegt, ja. Hallo, Mama. Mich tut sehr leid. Ich bin ja so stolz auf dich. Auf euch alle. Ihr wisst, was wirklich wichtig ist. Außerdem wird der Tag der Flieger nie wieder so sein, wie er war. Na los, hoch zu deinen Geschwistern! Oh.
Hast du das gehört?